Guido verkauft in würfelförmigen Dosen eingepackt Ziegelsteine, deren Maße 16 cm, 8 cm und 5 cm sind. Berechne die Länge einer Kante der kleinstmöglichen Einpackungsdose ohne Lücken. Das heißt, die Dose soll vollständig gefüllt sein und es dürfen keine leeren Stellen entstehen. Und berechne die Anzahl Ziegelsteine pro Dose. Selbstverständlich suchen wir das kleinste gemeinsame Vielfache von 16, 8 und 5. Deshalb zerlegen wir diese drei Zahlen zuerst in Primfaktoren. Das geht aber ganz rasch, weil 16 dasselbe ist wie 2 hoch 4, 8 ist dasselbe wie 2 hoch 3 und 5 ist eine Primzahl. So finden wir also das kleinste gemeinsame Vielfache von 16, 8 und 5, indem wir alle Primfaktoren berücksichtigen, die vorkommen. Und wenn welche zweimal vorkommen, nehmen wir den größten Exponenten. So wie für die 2. 2 kommt zweimal vor, wir nehmen den größten Exponenten 4. Die 5 kommt nur einmal vor, also nehmen wir sie mit ihrem Exponenten 1. Und 2 hoch 4 mal 5, das macht 80. Was also bedeutet, die Dosenkante misst 80 Zentimeter. Jetzt überprüfen wir, ob wir diese Dose mit 80 Zentimeter Kantenlänge wirklich vollständig mit solchen Ziegelsteinen füllen können. In der Zeichnung sieht es danach aus. Jetzt berechnen wir das. Längs dieser Kante von 80 Zentimeter können wir wie viele solche Längen setzen? Wir rechnen einfach die 80 geteilt durch 16. 80 geteilt durch 16, das macht 5. Also können wir hier 5 solche Längen von 16 Zentimeter anreihen. Jetzt hier. Diese Kante misst auch 80 Zentimeter. Und die Frage ist, wie oft können wir diese 8 in diesen 80 Zentimeter unterbringen? Das ist selbstverständlich 80 geteilt durch 8, also 10. Jetzt noch die Höhe. Diese Kante mit Länge 80 Zentimeter beinhaltet 80 geteilt durch 5 solche Höhen. 80 geteilt durch 5 macht 16. Also können wir 16 solche Ziegelsteine übereinander setzen und dann ist die Dose effektiv vollständig gefüllt. 5 mal 10 mal 16, schauen wir nach. 5 mal 10 mal 16, das macht 800. Also, die Dose beinhaltet 800 Ziegelsteine.